Hallo, wir befinden uns heute im DoubleTree bei Hilton in Łódź. Das liegt in Polen. Und ich habe mich hier für ein Wochenende einquartiert, habe ein King Room gebucht und stattdessen aber ein Upgrade in ein Deluxe Room bekommen. Wir schauen uns das Hotel, ein Vier-Sterne-Hotel, das 2012 erst erbaut wurde, mal ein wenig an, speziell mein Zimmer. Vorne ein Ablagebank, auch ein Schirm ist hier vorhanden. Ist aktuell auch jetzt nicht so das Schlechteste, weil das Wetter hier nicht so toll ist. Großer Kleiderschrank. Da habe ich meinen Koffer schon reingestellt. Auch zwei Bademäntel liegen da drinnen. Rechts sehen wir die Tür zum Badezimmer. Das schauen wir uns auch noch an. Das Zimmer ist recht großzügig geschnitten. Rechts befinden sich ein langgezogener Schreibtisch und ein 50 Zoll HD-Fernseher, auf dem man mich auch persönlich willkommen heißt. Eine Nespresso-Kaffeemaschine gehört auch mit dazu. Schreibtisch, Telefon, Schreibtischlampe, bequemer Stuhl. Steckdosen am Schreibtisch, auch ganz wichtig. Vielleicht ganz interessant auch mal zu sehen, wie sah es früher hier aus. Ein paar alte Fotos. Bequem machen kann ich es mir dann hier im Sessel. Zwei Flaschen Wasser sind gratis gleich mit dabei gewesen. Das ist übrigens ein Nichtraucherhotel. Deswegen auch das Schild dort auf dem Tisch. Ja, der Blick aus dem Fenster ist insofern nicht so schön, weil es heute sehr bewölkt ist. Aber wir werfen trotzdem mal einen Blick raus. Vorne ist eine Schnellstraße, da geht aber eine Fußgängerbrücke drüber, sieht man nur ein bisschen. Nicht wundern, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Die Fenster sind von außen mit so einer gepunkteten Folie zugeklebt, das Nebenfenster aber nicht. Da gucken wir mal leider lieber raus. Parkanlage direkt vor der Tür. Das Hotel ist circa 1,5 Kilometer vom Bahnhof entfernt, von Łódź-Kaliszka, wenn man mit dem Zug anreist. Das Wichtigste natürlich in so einem Hotelzimmer, ein großes, bequemes Bett. Ausreichend Platz. Auch hier links und rechts neben dem Bett Steckdosen am Nachttisch. Hier auch außerdem noch ein Funkwecker, mit dem man sich dann morgens wecken kann, wenn man das lassen kann, wenn man das möchte. Aber ich schlafe lieber aus. Spiegel. Jetzt werfen wir noch einen Blick in das große Badezimmer. Toilette vorhanden. Der Waschtisch. Da befinden sich auch Badelatschen, die ich vielleicht diesmal wirklich brauche, denn das Hotel hat auch einen Pool im 10. Stock. Ich befinde mich ja übrigens im 9. Stock im Zimmer 921. Allerhand Duschgel, Cremes, Shampoo, alles vorhanden. Große, sehr geräumige Dusche. Da hat man auch ausreichend Platz drin und durch die Glaswand hier dürfte dann auch nicht so viel Wasser nach draußen kommen. Ja, wird den einen oder anderen vielleicht noch interessieren, was habe ich dafür bezahlt? Ich habe für den King Room ca. 56 Euro pro Nacht bezahlt und habe dieses Upgrade bekommen aufgrund meines Hilton Diamond Status und bekomme für beide Tage das Frühstück kostenlos. Da habe ich noch zwei entsprechende Voucher für rumliegen und natürlich bekommt jeder Kunde den berühmten Hilton DoubleTree Hilton Cookie gleich zur Begrüßung.
alles in allem ein sehr, sehr schickes Hotel. Macht Spaß, denke ich mal, hier mal die ein oder andere Nacht zu verbringen. Und vom Preis her kann man wohl, glaube ich, echt nichts sagen.